Vielen Dank. Viele werden sich ein bisschen wundern, was soll das? Eine kleine Geschichte zuvor. 1949 sind meine Großeltern von Deutschland nach Ecuador ausgewandert. Die Oma Österreicherin, also deswegen der Name Hans. Also sie hat es gewusst. Der Opa kommt aus Berlin oder kam aus Berlin. Und sie hatten drei Sachen dabei. Das eine war sich selbst, zwei Koffer voller Erinnerungen, wertvolle Erinnerungen. Und das dritte war Mut. Paradoxerweise hat mich auch 1996, fast 47 Jahre später, hat mich genau das erwischt, dass ich gesagt habe, ich möchte auch nach Deutschland. Und ich hatte genau die gleichen Sachen dabei. Ich hatte zum einen mich, zwei Koffer, die meine Mama für mich gepackt hat. Und das Wichtigste, glaube ich, die wir alle haben, das ist eine Natureigenschaft, die wir haben, ist eben Mut. Also be brave. Und wenn wir unsere Visionäre anschauen, wofür Menschen fähig sind oder mit welcher Begeisterung sie etwas nach vorne treiben, es ist ganz interessant, dass eigentlich gibt es fast keine Grenzen, was das angeht. Aber Mut alleine, denke ich, reicht ja nicht. Also man braucht etwas, was ganz Besonderes, was man nicht lernen kann auch zum Teil. Was denkt ihr, was ist noch uns treibt, aus dem All zu springen? Was denkt ihr? Könnt ihr mir einen Begriff geben? Neugier? Wahnsinn? Ja? Danke. Leidenschaft. Das ist das, was uns treibt. Und das ist das Interessanteste eigentlich, dass Leidenschaft und Mut sehen wir auch bei großen Visionären wie Steve Jobs. Ja, der hat auch gewisse Risiken eingegangen, Martin Luther King. Der sagte auch einmal, ne, so wie wir es auch alle kennen, I have a dream. Jeder von uns hat einen Traum. Jeder möchte auch, dass dieser Traum sich verwirklicht. Und was brauchen wir, um diesen Traum zu verwirklichen? Können wir das alleine schaffen? Und ich erinnere mich an das Video von Dennis mit den Ameisen. Ja, die sich auch an sich geklammert haben. Und so sehen wir eigentlich, dass wir eigentlich alleine, würden wir so einen Sprung in den Weltall oder in den großen Unternehmen, würden wir es nicht schaffen, ohne ein Team hinter uns zu haben. Und darum geht es, dass wir eher also viele kennen sie auch und das verkörpert auch ein bisschen erstmal die Vision zu haben und zu sagen, I have a dream, das ist eine Vision, ich habe einen Traum, die zu verfolgen ist, aber viel besser finde ich, I have a team. Das hört sich ja auch, ne? Da können wir alle sagen, okay, alle die in Agenturen arbeiten oder in einem Unternehmen arbeiten, finde ich, wenn wir sagen, I have a dream, dann sagen wir, ja, ich auch. Interessanter finde ich, wir sind ein Team. Und nur dann sind wir fähig, diese einzigartige Sachen zu machen. Nur dann sind wir fähig, mit Design zu berühren. Und weil jeder Einzelne von uns ist einzigartig. Jeder Einzelne auf seine Art und Weise ist ein Teil eines Teams. Und wir gemeinsam können wir sowas schaffen. Steve Jobs wäre nie in der Lage, alleine dieses Unternehmen aufzuziehen. Martin Luther King braucht auch Leute um sich herum. Ja, und der kleinste Mann, der ist auch wichtig. Und ich habe mir überlegt, was passiert heutzutage mit Marken? Ja, Marken übertragen auch eine gewisse Individualität, gewisse Werte, gewisse Qualität. Und diese Marken haben was Einzigartiges, das drüber hinausgeht von das, was wir eigentlich täglich machen, zum Beispiel Corporate Identities, Broschüren, Websites.
Und ich habe mir einen Quiz überlegt. Und es gibt San Miguel Bier zu verschenken. Das ist selbst gebraut. Nein. Kennt jemand San Miguel Bier? War jemand auf Mallorca? Hand hoch. Okay. Mal. Nicht auf Mallorca, gibt es auch. Gibt es auch in Deutschland. Es ist aber sehr schwer hinzukriegen, also dass man die bestellt. Und ich hatte schon mal der Fall, dass bei mir das Telefon geklingelt hat und ich ging ran, habe ich gesagt, ja, hallo. Upsala. Tue ich dann wieder runter. Ja, hallo, ich möchte wissen, wo meine Kisten stehen. Und ich so, ja, welche Kisten? Und ich habe dann überlegt, haben wir denn irgendwann Kisten gemacht oder gestaltet? Und er meinte tatsächlich eine Bierkiste. Gut, dann gehen wir nochmal zurück auf diese Marken. Ich möchte, dass die erste Marke, der erste, der die Hand hochhebt, der bekommt ein Bier und die Antwort aber muss aber richtig sein. Ja, sehr gut. Und dann muss man ja sagen, ob das geöffnet oder die Flasche zumachen war. Okay, seid ihr bereit? Ja? Okay. Welche Marke ist das? Hand hoch, schneller. Wer ist es? Facebook. Geöffnet oder zu? Zu, okay. Ich wundere mich immer über diese Frage. Woher wusstest du das? Weil ich mich über die Frage immer wundere. Ich denke, jetzt geht nicht die Welt was an. Interessant. Aha. Also es ist tatsächlich Facebook. Es gibt Unternehmen, die eigentlich überhaupt die funktionieren nicht mit Logos. Das funktioniert alleine, das ist eine der stärksten Identities, einen Begriff zu besetzen. Eine Frage, und das ist kein Quiz, wenn ich sage, der Begriff Freude, welche Marke ist es? Okay. So kommen wir auf den nächsten Quiz. Da geht es wieder um ein Bier. Also da möchte ich schon euch ein bisschen aktiver sehen. So, bereit? Das wird schneller gehen. Geöffnet oder zu? Ah, zu. Irgendwie die Damen heute möchten nicht was trinken. Okay, ist tatsächlich Google. Eine Erkenntnis dafür ist, dass Interface Design ist ein Teil der Marke. Also wir können alles reduzieren und es reduziert sich auf einen Schlitz und das transportiert alles. Die Werte, die Grundfunktionen. Und das ist, was mich persönlich begeistert an dieser Art von Marken. Die nächste Quizfrage. Das ist, ich glaube, für mich war es leicht, aber bin gespannt, wer als erstes die Hand hochhebt. Ready? Ah, wieder eine Dame. Also, was ist los mit den Männern? Amazon. Und ich frage, wo ist das Corporate Identity? Wo ist das Logo? Wo sind die Farben? Also Farben und Schriften, ja, das ist die Verdana wahrscheinlich. Genau. Und jetzt frage ich mich, nur noch 3 auf Lager mehr ist unterwegs. Wer glaubt das? Tatsächlich, ich habe mich gefragt, ist es tatsächlich so, muss ich jetzt bestellen? Und ich bin 10-mal reingefallen. Also, ja. Marken manipulieren, Marken versuchen, uns auf irgendeine Art und Weise zu überzeugen. So, die nächste Quizfrage ist nochmal ganz interessant. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ja, okay, aber ich bin sicher, dass ihr darauf kommt. So, nächste Frage. Ready? Sehr gut. Wer war als erstes? Geöffnet natürlich, oder? Ah, Leute. San Miguel Bier. Das ist eine Urlaubserinnerung.
Sehr gut, Spiegel Online. Das sind 40 mal 50 Pixel, die ich mir ausgeschnitten habe. Und ich habe lang auf die Website gesucht, okay, was kommt dann rüber, wenn ich das so kleine Ausschnitt nehme? Und ich habe es auch immer wieder reduziert, immer wieder größer gemacht. Das nächste Beispiel ist auch ganz interessant, da habe ich einen kompletten Artikel. Und das wird ganz schnell gehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber dann müsst ihr bitte auch die Hand vorheben, ja? Damit ich sehe. 1, 2, 3. Aber Sie hatten schon ein Bier. Eher was? Ah, geöffnet? Das ist gekühlt. Fass mal an. Danke. Ah, super. Ah, kalt. Ich bin extra um 12 hier gekommen und habe ich gefragt, habt ihr einen Gefrierschrank, wo ich dann ein paar Bier reinschieben kann? Und da hat mich auch deine Mitarbeiterin total komisch angeschaut. Also, was ist das für ein Säufer? Muss ich auch komplett... Naja, jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Das ist ein bisschen an die Männer gerichtet und ist ganz interessant. So, nächste Frage. Ready, steady, go. Wahnsinn. Wie hast du es erkannt? Weil ich gerade da ein Auto kaufe. Aha. Aber woher wusstest du das? Okay. So. Wenn wir noch darüber nachdenken, dass so eine Schallfläche solche Wiedererkennungswerte mit sich schickt, dann muss man auch überlegen als Designer, was man tut und welche Verantwortung man übernimmt in solche Fälle. Und das ist ein winzig kleines Teil eines großen Systems und trotzdem hat einen großen Wiedererkennungswert. Und wir Designer sind in der Lage, sowas bewusst oder unterbewusst zu gestalten, weil wir in Systemen denken, weil wir immer uns neue Eigenschaften erarbeiten. Wir bleiben nicht bei unserem Ding, weil wir neugierig sind und wir haben den Mut, auch neue Wege zu gehen. Aber unser Designerbild von heutzutage ist es überhaupt nicht leichter geworden. Es wird wesentlich komplizierter. Also wenn wir überlegen, wie viel wir an der Uni gelernt haben und wie viel wir heutzutage lernen müssen. Die Technologie ist so rasant und da, wo ich, Simone, dich gehört habe über Responsive Design, wenn wir wirklich überlegen, wie wir Responsive Design gestalten und mit welchen Tools, dann haben wir Designer einen kompletten Rückschritt eigentlich. Also wir sind nicht in der Technologie, weil wir immer noch diese vier Programme, Photoshop, InDesign, für etwas nutzen, das es die Technologie mit sich gebracht hat. Und das Erstaunliche ist, dass wir diese Eigenschaften, die müssen wir nicht beherrschen, aber wir müssen ein bisschen Generalisten sein. Aber diese Eigenschaften bedeuten aber nicht unbedingt das Wahre für einen Designer. Und Mark Jacobs, auch ein Designer und ein Speaker, hat auch gesagt, wir sprechen die aufregendste Sprache der Welt. Und das ist wahr. Ist es wahr? Ich denke schon. Wir sind in der Lage, Visionen, wir sind in der Lage, Werte, wir sind in der Lage, Qualität zu gestalten. Mit das, was wir gestalten, sind wir auch in der Lage, Menschen zu berühren. Entweder positiv oder negativ. Und wenn es darum geht, Persönlichkeit zu zeigen, für uns Designer ist wichtig, ja, über alles zu wissen, aber den menschlichen Faktor, den wir auch mit uns mitbringen, das ist der Schlüssel zum erfolgreichen Projekten, weil wir eben mit Menschen zu tun haben. Und dafür müssen wir bereit sein. Be ready. Also öffne deinen Horizonten. Klar, lerne über das, was jetzt in ist, Responsive Design, Produktdesign, was auch immer. Aber man darf nicht vergessen, dass wir auch Menschen gegenüber haben. Und meine Traumvorstellung, wie Projekte laufen sollen, kommt jetzt in ein kleines Experiment. Also, ihr müsst auch bereit sein, Experimente zu machen.
Seid ihr bereit? Ein kleines Experiment, gemeinsam. Ja, die vordere Reihe, die hintere Reihe, in die Kamera da hinten. Hallo, you're ready. So, wir strecken die Hände nach vorne. Alle, sehr gut. Wir drehen die Hände um. Sehr gut. Jetzt überkreuzen wir die Arme und machen wir so. Okay? Man muss auch darauf achten, dass der Daumen nach unten schaut. Ja? Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sind wir in der Lage, das zu machen. Also, überraschende Wendung, oder? Wo ist euer Beobachtungsvermögen? Also, so verlaufen auch Projekte, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Und genau diese zwischenmenschlichen Fähigkeiten, daran sollen wir einfach uns perfektionieren, weil alles andere lernen wir so oder so. Ja? Und eine der Eigenschaften oder Faktoren, wie wir Projekte beeinflussen können, ist, Empathie. Die Fähigkeit, sich in anderen Menschen hineinzuversetzen. Ich sage zu meiner Mitarbeiterin, die sitzen da hinten, hola. Ich sage immer zu meiner Mitarbeiterin, ihr seid Designmonster. Wisst ihr warum? Weil ihr drei Köpfe habt. Ihr habt einen Kopf, der denkt, wie den Nutzer denken. Ja? Ein Kopf macht was, was der Kunde sich wünscht. Und dann haben wir unseren eigenen Kopf, der uns auch manchmal Barriere dahinstellt. Und Empathie bedeutet, sich tatsächlich in diesen Menschen hineinzuversetzen. Nicht nur auch aus gestalterischer Sicht, sondern auch wenn wir zu einem Meeting gehen, zu einem Gespräch gehen, erstmal darüber nachzudenken, was sind das für Menschen, was erwarten sie? Also wirklich Menschen lesen lernen. Und Menschen sind so, ja, Menschen und Nutzer. Menschen, wir bauen Straßen für Menschen, die nehmen sich den kürzesten Weg. Und da, es geht darum, mit Empathie vorher erstmal herauszufinden, was das für ein Mensch ist oder was das für ein Unternehmen ist. Und nur dann schaffen wir eben eine Connection. Nur dann bieten wir etwas an, das die auch verstehen. Und darum geht es, Menschen verstehen. Wir haben vor 2 Jahren, mal einen Schluck Wasser. Wir haben vor 2 Jahren, nee, letztes Jahr, haben wir die TZ Online gelauncht. Und wir hatten auch Schwierigkeiten an der Kommunikation, weil die Abteilung innerhalb des Verlages sehr lang nicht kommuniziert haben. Für viele von euch wird es auch bekannt vorkommen, dass man zu einem Meeting geht und das ist wirklich tote Stille, niemand will sich äußern. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gedacht, okay, wie schaffen wir, alle in ein Boot zu holen, dass die wirklich mitmachen. Und einer der Methoden, wie ich das visuelle Strategie genannt habe, ist, dass wir einen großen Plakat mitgenommen haben. Wir haben diesen Plakat nicht nur ein Mensch, weil zu der Zeit jede Abteilung will für sich rudeln. Das, meine Abteilung ist das Wichtigste, ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Das ist tatsächlich der Fall in vielen Unternehmen. Aber wenn er sich sieht, dass er ein Teil des Prozesses ist, dass er ein wichtiger Teil des Prozesses ist, dann verändert sich das Ganze. Weil bis jetzt wurden wir immer als Dienstleiter gesehen. Ja, die Agentur kommt morgen, die Agentur präsentiert das. Und genau das hat mich total genervt, weil man kommt rein und man wird wirklich wie ein Papagei angeschaut. Was ist das für ein bunter Vogel? Wenn er aber sich sieht, dass er ein Teil eines Prozesses ist, dann fängt die Begeisterung an. Dann fängt er an, das anzudenken. Und das steuert dabei bei dem Projekt, werden dann die Sachen schneller gemacht, die Abstimmungsschleifen werden schneller und da kann man wirklich in einen Prozess reingehen.
Eine der zentralen Fragen, Entschuldigung, dass wir gestellt haben bei diesem Meeting mit diesem großen Plakat, ist: Was denkst du oder was denken Sie zu den Kunden, was denken Sie, was das Wichtigste an dem Projekt ist? Woran soll das Projekt nicht scheitern? Und nach stellt sich heraus, dass sie gesagt haben, eigentlich ist der Nutzer das Wichtigste. Also wir müssen den Nutzer in den Mittelpunkt setzen. Das, was von Simone auch gehört haben. Und wir haben auch Workshops gemacht. Und bei jedem Workshop, man muss sich auch wirklich mit Empathie herangehen und sich überlegen, wie überzeuge ich sie, wie begeistere ich sie. Und da haben wir zum Beispiel die Personas gemacht, das ist der Geschäftsführer, Sales, Redaktion. Drei verschiedene Sprachen. Und den Nutzer, der im Mittelpunkt sein soll. Und über verschiedene Methoden haben wir uns überlegt, wir sollen einfach das, was sie machen sollen, müssen wir in einem Modell zusammenpacken. Dass sie wirklich, egal was sie als nächstes machen, sollen sich danach richten. Die nächste Hürde bei dem Ganzen war Entscheidung. Wie schaffe ich, dass Leute sich für etwas zu entscheiden? Man geht hin mit Designs und sagt, okay, das ist Design A, Design W, das ist die Hauptnavigation A, Hauptnavigation W. Entscheidet euch mal. Niemand will sich äußern. Alleine sowieso nicht. Und es ist noch schlimmer, weil es sind auch andere Menschen dabei, die sich auch nicht äußern wollen. Und wir haben uns das ganz einfach gelöst. Wir haben gesagt, wir nehmen zwei Karten dabei. Jeder Teilnehmer bekommt die Karten. Wenn es darum geht, um Abstimmungen zu schaffen, dann haben wir gesagt, wer ist einverstanden? Okay oder Fragezeichen. Und diese Karten führen sie immer noch in den Verlag und machen auch damit auch Abstimmungen. Also, und damit haben wir zum Teil diese Wendung gehabt, dieses Turn, dass sie uns nicht mehr als Agentur sehen, sondern wir haben die Anrede bei den Protokollen gesagt, wir sind das UX-Team, User Experience-Team und nicht, da kommt die Agentur, sondern ah ja, da kommt das Team. Und nur dann geht man von die Agentur zu einem Partner und manchmal geht man auch so weit, dass von Partner zu Freunden gehen. Und wir haben auch, daraus haben wir auch natürlich viel gelernt und viele Freunde gewonnen. Der zweite Faktor und einer der entscheidenden eigentlich ist Intuition. Jeder von uns kennt, wie der Körper automatisch sich wehrt, wenn irgendwas nicht passt. Jeder weiß, wenn man zum Zalando geht, man entscheidet sich eigentlich immer für das Teuerste, wenn es Schuhe angeht. Warum das? Das ist eine Intuition, ist das, was man auch im Bauchgefühl nennt. Das, was wir hier haben. Und das ist, dass wir Designer eigentlich mehr eigentlich einsetzen sollen. Weil das Bauchgefühl ist es etwas, das mit unseren kognitiven Fähigkeiten hat und das ist eine, das wird überarbeitet in unserer Perzeption im Kopf und in unserer Intuition im Bauch. Und ich hatte dann, da kommt ja der nächste Case, ich hatte einen Anruf von einer Online-Druckerei aus Würzburg und der Kunde hat mir vorher ein Logo geschickt. Und er wollte meine Meinung hören. Als erstes habe ich ihn gefragt, warum haben Sie das Logo nicht genommen? Darauf antwortet er, wir waren uns nicht sicher. Irgendwie passt es nicht zu uns. Das heißt unbegründet. Man kann als Designer damit gar nicht arbeiten. Also warum? Irgendwie passt es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, gut. Aber was gefällt Ihnen nicht? Was genau gefällt Ihnen nicht daran? Und das Entscheidende ist, dass er sich auch oder alle unsere Kunden, eure Kunden auch, die entscheiden sich auch intuitiv an die Sache. Ja, und darauf hat er gesagt, ich kann es nicht genau sagen, aber so sind wir nicht. Und dann habe ich die entscheidende Frage gestellt, welche Marke haben Sie im Kopf, wenn Sie an Erfolg denken? Und er sagte zu mir, Mercedes-Benz. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, Tradition, Qualität, German Engineering. Aha, okay, verstanden. Und welche Werte haben Sie in Ihrem Unternehmen? Nach 10 Sekunden Überlegung hat er gesagt, ja, wir sind auch traditionell, wir sind qualitativ und vor allem wir sind preiswert. So sind wir in einen Workshop reingegangen und
Wir haben gewisse Methoden entwickelt über die Jahre, wie wir herausfinden, wie wir Signale bekommen, die wir für uns wertvoll sind. Und wir kommen rein und auf den Tisch verteilen wir viele Marken. Und jeder soll sich dann eine Marke aussuchen, wo er eine Vision spürt, wo das Unternehmen hingehen muss. Und über diese Marken kann man auch relativ schnell die Werte des Unternehmens, also erstens die Werte von jeder einzelnen Marke, aber man geht auch davon aus, dass es später die eigene Marke von Unternehmen herausgefunden werden. Und so gehen wir auch an die Hausaufgaben. Und wie wir es auch kennen, gibt es einen Prozess Brainstorming, Konzepte gestalten. Und dann irgendwann steht man vor 15 Logos und dann von den 15 Logos wird intuitiv auf 10 und dann nochmal reduziert auf 2. Und das Interessante ist, dass wir als Designmonster immer noch diese drei Köpfe einschalten müssen und sagen, was ist das, was sucht der? Und jetzt habe ich auch wieder nochmal ein kleines Experiment. Ich habe die zwei Logos, die wir präsentiert haben, habe ich dabei. Und ich möchte wissen, welches Logo euch am besten gefällt. Wer sagt A? Wer sagt B? Oh Gott. C gibt es nicht. Gute Frage. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir mit drei Logos an einem Kunden reingegangen sind, da hat sich noch schwer getan. Und das ist eben diese zwei Türen. Der letzte Faktor und die letzte Eigenschaft oder die vorletzte Eigenschaft, ich gebe mal Gas, ist Humor. Und ich habe mich gefragt, in wie viele Sprachen Humor immer dieselbe Bedeutung haben oder dieselbe Schreibweise. Humor gibt es auf Englisch, das schreibt man genauso. Spanisch, Humor, Humor. Da wollte ich fragen, weiß jemand auf Französisch, wie Humor geschrieben wird? Genauso? Ich wusste, ihr habt ja nicht zu lachen. Nein. Und ich habe zu einem Meeting einen entscheidenden Faktor, ich habe was entdeckt und ich bin immer auf der Suche nach Gadgets, um das Eis zu brechen. Weil Humor bricht das Eis in überall. Und ich habe das gefunden, das ist die Soundmaschine. Wenn man diese Soundmaschine an den Geschäftsführer schiebt und sagt, was erwarten Sie vom Projekt? Und dann gibt man das dem Projektleiter und der Projektleiter sagt, dann den Designer und der Programmierer. Also es ist echt so, dass man auch aufpassen muss, wo man es macht. Man kann es ja nicht immer anwenden, aber es gibt dann, das ist das, was Intuition mitbringt, bei wem kann ich das machen? Aber automatisch ist das Eis gebrochen, die Dinger gehen durch und jeder fängt an zu drucken und dann zu lachen und ab dann ist es alles Flow. Da bin ich, ich brauche noch 5 Minuten. 3? 5 Minuten? 3. Also als wirklich ein Explosionsfaktor ist dann die nächste Eigenschaft, die Sie auch genannt haben. Es ist tatsächlich diese Begeisterung. Begeisterung ist ansteckend. Man merkt das, wenn jemand bei der Sache mit Begeisterung rangeht. Man gibt nicht 100%, sondern 200%. Und diese Begeisterung ist teilbar. Und im nächsten Projekt war es so, dass wir ein Jungunternehmen auf uns zukam und sagte, ich möchte die Gastronomie verändern, ich möchte die Gastronomie revolutionieren. Und er kommt da aus so einer Lebensmittelfamilie, wo er schon die Resources hatte. Er weiß, wie die Rohstoffe, woher kommen die und wo er es hinkriegt. Und er möchte, aus dem ersten Gespräch haben wir rausgehört, es ist wie Rohdiamanten, was er macht. Und aus diesen Konstellationen haben wir eine Identity gemacht. Der Name hat er auch mitgebracht und die heißen Vigorous Trading. Und über unseren Workshops haben wir dann einen Slogan auch für ihn gemacht und das Slogan heißt Food Diamonds. Danach kommt natürlich das Corporate Identity und diese Werte, die wir herausgefunden haben, die versuchten wir eben dann stringent durchzuziehen. Und dieses Jahr, weil es eben um Diamanten geht, dürften wir das der erste Diamant
machen. Und das zeige ich Ihnen. Das heißt Dina. Das ist Dina ist eine uralte Münze aus den arabischen Ländern, der nicht mehr funktioniert oder die nicht mehr da ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Münze komplett neu definieren. Und zwar mit den Früchten. Das heißt, das, was innerhalb der Münze steht, ist tatsächlich hier Granatapfel und Dattel. Und das ist ein alkoholfreies Getränk, das ist ein Sparkling, das heißt, es ist wie ein Prosecco und ist es auch für die arabischen Länder. Und diese Begeisterung, die wir vom Kunden aufgenommen haben, ist teilweise, weil er uns eigentlich begeistert hat. Und wenn Begeisterung und Begeisterung sich treffen, dann kann in der Mitte nur eine Flamme entstehen. Und diese Flamme kommt von Ideen und Perfektionismus und mach mal das und mach mal das. Und somit bin ich bei dem Begriff nice oder bei dem Begriff nett, weil das eigentlich der Schlüssel von unserer Zusammenarbeit mit unseren Partnern, mit unseren Teams, mit unseren Mitmenschen ausmacht, mit unseren Familien. Und ohne das schaffen wir nichts. Das ist Respekt. Deswegen plädiere ich für Be Brave, Be Unique, Be Ready und Be Nice. Es geht darum, wenn wir für etwas brennen, dann sind wir in der Lage, andere Menschen damit anzustecken, dass sie auch begeistert sind, dass sie auch für etwas brennen. Nur so kann man große Sprünge schaffen und nur so sind wir in der Lage zu brennen. Only if you burn, they can turn. Das ist das, was ich euch da mitgebe. Ich bedanke mich und freue mich auf die nächsten.